Herzlich willkommen von WOMADventure. Ja, wir sind in Spanien unterwegs und stehen eigentlich immer frei. Spanien ist eigentlich das Mekka der Camper. Da sind ganz viele Überwinterer. Jetzt sind noch nicht allzu viele da, aber die kommen dann. Spätestens im Januar ist es hier pumpenvoll. Vor allem im Süden unten. Die Campingplätze sind dann sowieso alle voll ausgebucht, schon weit voraus, weil einfach es sind so viele geworden. Aber das Thema ist jetzt Freistehen. Freistehen in Spanien ist möglich. Es gibt auch ein neues Gesetz, wo man jetzt auch in Regionen parken darf, auf einem offiziellen Parkplatz, wo man früher gar nicht hinfahren durfte. Das war Diskriminierung, hat irgendein Gericht entschieden. Und jetzt darf man da parken, aber man muss natürlich aufpassen. Bedingung ist, dass man kein Campingverhalten hat. Also weder Markise noch Stühle, sogar nicht mal die Treppe. Fenster, ja, weiß man nicht so. Das kommt auch immer auf die Polizei an, die das kontrolliert, was sie jetzt tolerieren und was nicht. Also besser auch Fenster zu, vielleicht Dachfenster, Satzschüssel. Haben wir ja keine, aber ich glaube, das wird toleriert. Es geht darum, dass man nicht mehr Platz einnimmt, wie wenn man ein parkendes Fahrzeug ist. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Von daher gibt es eine Erleichterung. Und dann kann man da auch stehen auf einem offiziellen Parkplatz. Oder eben, es gibt ganz viele Gebiete in Aquilas unten oder jetzt noch hier weiter oberhalb von Valencia stehen wir, 50 Kilometer etwa. Jetzt ist es ja noch warm, aber dann im Dezember, Januar ist hier oben eher schon kühl. Dann verziehen sich alle weiter Richtung Süden. Aber da gibt's überall Küstenstreifen, wo man eigentlich das toleriert, aber das ist immer voll. Da ist immer alles besetzt. Eigentlich ist zum Teil schwierig, einen Platz zu finden, weil da sind dann doch manche, die dann extrem lange da sind. Und ja, wir sind ja mehr Reisende, nicht Camper. Wir sind viel unterwegs und wir wechseln die Plätze eigentlich auch viel. Wir richten uns nicht allzu fest ein. Je nachdem, wo man ist, kann man vielleicht mal einen Stuhl rausstellen, wie hier, da stört es niemand, da hat es auch nicht so viele, dann ist das möglich. Ja, das andere ist halt, wir finden die Plätze ohne eine App. Ich bin nicht so ein Fan von dieser App. Ich sage jetzt auch nicht, welche, ihr wisst, die meisten kennen die mit dem 4. Aber ich muss sagen, ich mache das jetzt schon 9 Jahre und ich muss sagen, diese App hat viel Plätze vernichtet, weil es einfach einfacher und bequemer ist, gerade für die, die halt anfangen, noch nicht wissen, wie findet man so einen Platz. Die können dann da einfach in diese App gucken und dann irgendwo hinstellen, wo irgendeiner diesen Platz veröffentlicht hat. Das kann jeder machen. Und dann ist das Problem, dass dann zu viele kommen. Das ist ein echtes Problem. Nehmen wir an, dieser Platz hier ist in dieser App. Dann wäre hier wirklich alles voll, weil es ist ein super Platz. Es hat jetzt schon Camper, die haben ihn offenbar ohne die App gefunden. Vielleicht gibt es ja noch andere, wo er drinsteht. Ich weiß es nicht. Ich gucke auch nicht nach. Ich benütze die nicht. Ich suche mir meine Plätze selber und meistens sehe ich dann sofort, ob der in der App drin ist oder nicht. Es ist aber auch schwierig, einen noch zu finden, vor allem an der Küste, der da nicht bereits schon drin ist. Also, aber ja, das ist die Frequenz ist eigentlich das Problem. Also in Ländern, wo jetzt keine grossen Campingfrequenzen sind, da ist es jetzt nicht so schlimm. Da gibt es auch noch andere Apps, iOverlander zum Beispiel, aber die ist jetzt nicht unbedingt stark in Europa, sondern es ist mehr so für Overlander, also Leute, die ziemlich weit reisen, ist die sehr nützlich. Die hat eben noch ganz viele andere Informationen auch drin, also nicht nur, wo man übernachten kann, sondern auch, wo man gut essen kann, wo man einkaufen kann, wo man mit den Behörden, wo die sind und was sich da
dich da erwartet oder wo man Wasser kriegt und so weiter. Von daher finde ich jetzt die nicht so schlecht, die habe ich auch die benutzt, aber im fernen Osten natürlich, hier brauche ich die nicht. Ja, das so viel zum Freistehen. Seid einfach rücksichtsvoll und vor allem nehmt Rücksicht auf die Bevölkerung. Also zum Beispiel am Wochenende sollte man nicht unbedingt in einem kleinen Dörfchen, das am Meer liegt, alle Parkplätze belegen. Ja, da sollte man schon mal weiterziehen, weil die wollen ja auch Platz haben. Weil meistens wird dann reklamiert von der einheimischen Bevölkerung, zu Recht auch, und dann kommt die Polizei, da kann es sein, dass sie räumen. Wurde jetzt schon, habe ich gehört, in Region Aquilas bereits geräumt, aber eben nur die am vordersten Front, die eben den Einheimischen die Plätze wegnehmen, und die hinten dran, die hat man dann gelassen. Also grundsätzlich hat, glaubt der Staat Spanien nichts gegen die Camper, solange sie einfach nicht zu viel Raum einnehmen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Camper auch der Natur Sorge halten und ihren Abfall nicht rausschmeißen. Das sehe ich eigentlich selten. Oftmals sind das die Einheimischen leider. Was ich aber sehe, ist halt diese ja kleinen Camper, wo keine Toilette habe. Das ja war früher oft der Fall, dass die Plätze halt irgendwie verschissen waren, sag's mal so. Vor allem das Toilettenpapier, das braucht einfach Jahre, bis das dann endlich weg ist. Das hängt dann in den Büschen und so. Und das geht einfach nicht. Da muss man einfach, ja, sagen, hey, der Platz sollte mindestens sauberer sein, wie vorher, wo ich ihn angetroffen habe. So, jetzt habe ich genügend gequatscht. Jetzt könnt ihr ein bisschen gucken, wie ich das mache, wie ich durch das Land fahre und wo ich mich manchmal hinstelle und ein bisschen Einblick in mein Leben. Und auch die Ulrike begleitet mich, ein bisschen Offroad-Komfort, also viel Spaß beim Schauen. Wir machen da schnell eine Übung, Ulrike ist schon reingebrettet und hat sich fast festgefahren, aber nicht ganz. Ich habe gesagt, sie müssen zurück wieder raus und jetzt Gas geben. Gas, Gas! Ja, ja, das ist für Sie Neuland. Aber ihr seht, es gibt da tiefe Spuren. Aber sie ist viel leichter. Ich würde mich festfahren. Das geht nur mit Reifendruck runter. Also ein Sprinter ist durchaus auch ein gutes Fahrzeug. Also sie kommt aus eigener Kraft wieder raus. Es war aber knapp. So, also. Ich habe mich ja gerade eben da hinten festgefahren. Nicht ganz. Nicht ganz. Ging einfach nicht mehr vorwärts. Es ging nicht mehr vorwärts. Ja. Wenn ich jetzt an so einer Stelle bin und ich merke, es ist zu tief, lasse ich dann auch fürs Rückwärtsfahren den Reifendruck ab? Jetzt in diesem Fall, falls du weiterfahren willst, dann machst du das, ja. Ja. Wenn du aber sagst, oh nein, ich will jetzt, bin zu faul wegen dem, versuche ich wieder rückwärts rauszukommen. Und wenn man eine Möglichkeit sieht, okay, die habe ich gesehen, dass das vermutlich geht. Und dann kann man sich das sparen, die Arbeit natürlich. Okay. So wenig Arbeit wie möglich, oder? Aber wenn du merkst, er gräbt sich ein, sofort hören. Ja. Und dann Reifendruck. Ja, okay. Oder allenfalls Sandbleche. Wenn man zu spät das gemerkt hat, dann ist man zu tief, dann muss man Sandblechen. Einfach immer aufhören, bevor es dann eben zu richtig spät schlimm ist. Wird. Okay, wieder und was gelernt. In meinem Camper sehe ich das sofort an. Wenn ich da reinfahren würde, dann würde ich mich festfahren, ja, weil ich halt viel schwerer bin. Ja. Und ich müsste von Anfang an den Reifendruck runter machen. Für das bin ich jetzt zu faul eigentlich. Okay, da kommt die nächste Strecke zum Üben. Da bin ich ganz sicher.
Wir fahren jetzt am Fluss entlang. Da links ist der Fluss, da hat es eine Piste. Und da suchen wir uns jetzt einen Platz. Hier müssen wir das Flussbett überqueren, da ist ziemlich weit. Und es ging dann plötzlich nicht mehr weiter für mich. Hinter links zu tief, rückwärts ging. Oh, da hat es Hasen. Ja, jetzt Speere rein und jetzt versuche ich es so durchzukommen. Ach, eigentlich ein schöner Platz zum Stehen, aber das Zeug ist so weich. Ich bin mit Mühe und Not gerade so noch rausgekommen, ohne Reifendruck abzulassen. Wenn man den Reifendruck runterlässt, dann ist das keine Sache, kann man, aber das ist wieder Arbeit. Und jetzt kommt sie dann. So, ich habe Anweisungen gegeben, nicht in meine Spur fahren, mehr links, aber sie ist auch viel leichter. Ein bisschen Geschwindigkeit, genau. Und Gas, 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 Gas! Gas, 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 Gas! Super, super! Ja, so wie es scheint, gebe ich der Ulrike einen kleinen Offroad-Kurs. Aber sie hat es gut gemacht. Ich sage immer, solange sich bewegt das Auto, kann man sich nicht eingraben. Wenn es dann aber kurz vor dem Stehenbleiben ist und es geht einfach nicht mehr weiter, dann sofort aufhören. Man macht es nur schlimmer und dann muss man handeln. Dann muss der Luftdruck halt runter. Aber es ging gerade so knapp ohne. Es kommt aber nochmal ein Flussbett. Mal schauen, wie weich das ist. So, da ist das Flussbett. Diesmal schaue ich mir das an, bevor ich da reinfahre. Auch da ist es weich. Fängt schon hier an. So, ihr habt gesehen, ich bin mit dem dritten Gang mit Untersetzung da durchgebrettert. Keine Gefahr zum Steckenbleiben, aber tiefe Furchen gezogen. Sie hat keine halben Gänge, da habe ich gesagt, sie soll im 1 bleiben und einfach hoch durch. Und das geht auch ganz easy. So, tipptopp. Zweiter Gang hat geklappt. Ah, super. Ja, in diesem Flussbett haben wir dann übernachtet und zwar direkt auf der Piste. Links ist ja alles Landwirtschaft und auf der anderen Seite ist eigentlich so eine Stadt, also Kalik heißt die. Und ja, wir kamen da gegen Abend an. Dann haben wir leider nichts gefunden, so haben wir halt auf der Piste übernachtet, aber so ein bisschen auf die Seite gefahren, damit man noch durchkommt. Abends kam dann irgendwann mal ein Bauer mit einem Traktor. Ja, auf jeden Fall am Morgen früh dann kam einer vom, weiß nicht, das war jemand vom Naturschutz oder so. Es war nirgends was angeschrieben, man darf da auch fahren, alles gut, aber offenbar nicht übernachten. Er hat dann unsere Adresse aufgeschrieben und ja, wir haben da nichts Schlechtes gemacht, halt eben übernachtet und offenbar darf man das nicht, das wissen wir jetzt, dass das da ein Naturschutzgebiet ist, auf das wäre ich nicht gekommen, weil es jetzt echt nur ein Streifen ist da beim Fluss, weil man halt da eigentlich auch nichts mehr anbauen kann, weil der Fluss manchmal sehr stark anfließen kann, aber eben, wir waren ja auf der Piste, da ist das nicht das Problem. Ja, so kann das passieren beim Freistehen, dass man halt irgendwo dann steht, wo man halt eben eigentlich nicht darf.
Ja, wir sind dann ein bisschen raus, also nicht weit, ein paar hundert Meter weiter gefahren und dann kam die Straße und dann gleich ein Sportplatz. Da haben wir uns dann hingestellt und sind zwei Nächte geblieben, da war kein Problem, da sagte niemand was. Ja, überall habe ich natürlich auch in diesem Flussbett Abfall gesehen, das ist offenbar ja nicht so wichtig, das wird nicht geahndet oder verfolgt. Aber eben, so ist das halt. Gut, muss man akzeptieren. Ein Freund kam dann noch, der Axel, wir haben zusammen das Fahrrad repariert, den Motor aufgemacht, ein Lager ersetzt. Da ist aber noch was kaputt, das muss ich jetzt bestellen. Und da sind wir da zwei Tage geblieben und sonst noch jemand, den ich vor 7 Jahren kennengelernt habe, die Silvia, aus der Schweiz, sie wohnt schon lange in Kalit, hat ein kleines, schönes Fleckchen Land und die hat uns auch noch besucht, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, und dann sind wir weitergefahren und zwar wieder ans Meer und das zeige ich euch jetzt, der Weg zum Meer. Ja, unser neuer Platz hier in einer Weite, er steht noch in keiner App. Trotzdem sind ein paar da, aber das sind alles Leute, die okay sind. Ich habe schon Kontakt aufgenommen, alles so, ja, gute Leute. Und hier sind wir eine kleine Gemeinschaft. Heute essen wir auch zusammen. Da hinten sind ganz schöne Pferde. Vielleicht kommen die da durch, wer weiß. Ja, wunderbar. Ja, und hier muss ich wieder mal was reparieren, der Simmering, der Achse des Differentials rinnt Öl, da ist jetzt alles ein bisschen voll, es spritzt herum. Habt ihr schon lange gesehen, dass es feucht ist, aber jetzt muss ich es machen. Dazu brauche ich aber einen 32er Schlüssel mit 12 Zacken und habe ich nicht und ja, jetzt... Hast du Ravioli? Ich habe, ja. Ja, dann gibt es heute Abend Ravioli. Ja, also dann ist nicht kochen. Aber du wirst doch die Dose aufmachen können. Das ist nicht kochen. Du hast gesagt, du kochst. Ich kann so lange Ravioli kann jeder so selber machen. Faule Socke, du. In mein Sag's Auto ruhig kommt keine Dose. Ui, guck mal. Kommen die schönen ja, Pferde. Ja, hast du doch schon gesehen. Ja, auf jeden Fall. Heute jemand gekommen, der genau das hat, was ich brauche. Er hat es vom Schrottplatz und hat es mir geschenkt. Ich wollte ihm Geld geben, er wollte es nicht. Jetzt laden wir ihn zum Essen ein. Wunderbar. Hey, super. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Mut. Wow, das ist, glaube ich, ein Araber. Das ist ein schönes Cavallo, eh? Und der Kleine. Ah, herrlich. Morgenbeschäftigung, meine Wölfe sind wieder am Löcher machen hier in dieser Weite. Hat halt ganz viele Hasen oder Mäuse, keine Ahnung. Aber es macht Spaß auf jeden Fall. Hä? Das ist der Willi. Willi,
Grüß dich. Wie findest du deine Freistellplätze? Ja, Google Maps hilft natürlich viel. Aber im Grundsatz bin ich eigentlich selten am Verraten. Die Plätze. Wo die Plätze sind, ja. Das war ja nicht die Frage, sondern eher, ja, wie du sie findest. Ja, wie gesagt, Google Maps, von oben drauf gucken, freie Stellen, Zufahrtsmöglichkeiten. Also Satellitenbilder, hä? Satellitenbilder. So wie ich, hä? So, wenn du es auch so machst. Ja, mach's auch das Gleiche, so. Ja. Ja, wenn es Zufahrtmöglichkeit gibt, dann ist okay. Und wenn nicht, dann muss man eben drauf verzichten. Hm. Neue Suche, neues Glück. Oder Street View, zum gucken, ob man überhaupt reinfahren darf. Ja. Auf Google. Ja, ja. Kann man noch Street View und dann sieht man auch die Tafeln. Zumindest an den Hauptstraßen, also an den Straßen geteerten. Kannte ich noch nicht, hä? Oder in Frankreich? Noch nicht wirklich benutzt, noch nicht wirklich gebraucht, aber danke für den Tipp. Mhm. Vor allem in Frankreich kann man gucken, ob da eine Höhenbeschränkung ist. Ja, das Problem habe ich mit dem Alkoven. 3,15 Meter hoch, das ist schon, ja gut, du hast höher. Ich hab's. Ich glaube, du hast ein bisschen höher. Ich hab's höher. Auch. Ja, die eine oder andere Eisenbahndurchfahrt hat mich schon überrascht, wo ich ausgestiegen bin und habe gesagt, reicht's oder reicht's nicht? Für das habe ich zwei Kameras auf dem Dach. Ja, beide Vorteile möchten andere auch haben. Ja, einfach Kamera drauf. Ja, Kamera und gut. Heute machen wir eine kleine Radtour an der Küste entlang und dann zu einer Kirche hoch in den Berg. Angie ist dabei, Ayla nicht. Weiß doch etwa, was sind's? 20 Kilometer sind. Das letzte Stück gehen wir zu Fuß hoch. Ein Drittel haben wir schon. Das Ziel ist diese Merita, diese Kirche. Diese Ecclesia, ja, wir haben es geschafft, da ist die Eritrea, oder wie heißt die? Rita, ja. Moment mal, wir sind doch alles falsch. Wir sind doch da auch noch durch, das ist, sind wir hinter dem, oder? Da, geradeaus. Da drin. Also da hinten sieht man meinen Camper, für die, die gute Auge haben. Mein Nachbar hat das nicht. Ja, da hinten. Links oder rechts von hier aus gesehen. Geradeaus. Doch, jetzt sehe ich ihn. Jetzt kleines jetzt gelbes Pünktlein. Jetzt habe ich ihn. Genau da. Ja, genau. Weil, weißt du warum? Weil dieses Treibhaus, das habe ich von unten mit dem Fernglas justiert. Genau. Siehst du? Und dann da und da unten der kurze Brocken, das ist deiner. Genau. Weil meine ihn, noch kürzer. Ich habe ihn extra groß gebaut, damit ich ihn immer wieder finde. Diese Angeberei, die immer das Gleiche. Also, das ist die der Ausblick. Das musste ich hochlaufen da bei den Häusern. Du musstest. Ja, ich musste. Ging nicht anders. Das Fahrrad ist irgendwo da unten im Dschungel. Wir sind es gefahren. Es war klar, dass das zu steil ist. Das kann schon fahren. Sind wir in der Emerita? So muss das wohl ausgesehen haben. Vor Urzeiten. Große Zeit. So, wir laufen wieder runter. Die anderen sind mit dem Bike hoch, aber die Straße entlang. Und wir gehen da diesen steilen Weg wieder runter. In Spanien wird immer noch gebadet. Am Sandstrand ist viel los. Vor allem Spanier. Freigestanden wird an der Küste. Fast überall, was irgendwie möglich ist. Im Moment aber auch ganz viele Spanier, wie hier, schon der fünfte, den ich jetzt da gesehen habe. Hier stehen auch ein paar, das sind auch Spanier. Also, überall, es wird auch toleriert, weil jetzt ist Nebensaison, meistens wird es toleriert. Ja, eigentlich jede Parkmöglichkeit steht einer, auch wieder ein Spanier. Auch hier stehen ein paar, auch Spanier. Im Moment sind viele Spanier, da ist ein Deutscher. Auch hier stehen auch Spanier. Auch hier stehen ein paar
und die haben richtig aufgestellt, das sollte man nicht machen. Außer man ist vielleicht Spanier, aber so dick auftragen, das kann übel ausgehen. Sind wir im grünen Bereich, da steht ein Belgier. Also sind wir langsam da, wo wir stehen. Da ist ein Franzose, ein Techno-Franzose. Wie man sie auch in Marokko antrifft, machen sie Techno-Party, laute Musik. Aber der ist jetzt alleine. Und da kommen Schweizer, die haben auch richtig aufgestellt. Die sind schon ziemlich alt. Wie ihr seht, die haben sich richtig fest eingerichtet. Aber hier in der Ecke ist es ja nicht so problematisch, weil man hier ein bisschen abgeschieden ist. Der Platz ist auch in keine App zum Glück, sonst wäre hier alles voll, pumpenvoll. Und dann ist eine Frage von der Zeit, bis da dann gesperrt wird, oder? Oder es wird toleriert, je nachdem. Hä? Haben wir wieder einen Spanier. Und wir sind hier. So, das war jetzt 20 Kilometer knapp, nicht ganz. Und die Angie hat Freude, weil die Eila musste warten. Ah. Das war auch nicht. Ja, Eila. Geht streng. Ah. Ja, du schimpfst. Sind wir ohne dich gegangen, aber das wäre zu streng gewesen. Komm raus, komm. Hä? Wir sind wieder da. Ja. Das war jetzt gerade ein Beispiel. Die Polizei ist jetzt gerade durchgefahren, hat einfach geguckt, hat aber nichts gesagt, obwohl da eben zum Teil Stühle draußen waren. Das geht ja noch, aber Markisen und richtig fett verankertes Zeug, aber sie sind durchgefahren und ja, bis jetzt haben sie nichts gesagt. Jetzt ist möglich, wenn da zu viele sind, dass dann irgendwann vielleicht was passiert. Das weiß man halt nie, aber ja, ich habe noch nie eine Buße gekriegt. Meistens wird man verjagt, es sei denn, man steht irgendwo wirklich in einem Naturschutzgebiet, das auch so gekennzeichnet ist und man trotzdem da reinfährt, dann ist natürlich auch fast gerechtfertigt, wenn man gebüßt wird. So, das war es wieder von mir. Schön wart ihr dabei. Danke für den Daumen hoch. Danke fürs Verlinken oder Teilen, wie auch immer. Und wir sehen uns bald wieder. Und tschüss.